habe heute Besuch und zwar die liebe Anni ist eine Abonnentin von mir und ja, wir machen heute mal wieder ein bisschen physiotherapeutischen Befund. Ich schaue mir die Haltung an, schaue mir so an, was du eventuell für Baustellen hast oder auch nicht. Genau, und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und denkt dran, es ist kein Lehrvideo, es dient nur zu eurer Entspannung. Und ja, genau, dann legen wir jetzt los. So, und zwar starten wir erstmal mit einem Bewegungstest. Und zwar drehst du dich mal mit dem Rücken zu mir. Und jetzt rollst du dich ab und wirst mit den Händen zum Boden. Genau. Kommst fast zum Boden, sehr gut. Nach oben. Und jetzt so die Hände hier in den Rücken nehmen und mal nach hinten überstrecken. Das war mein Fuß. Ja, das geht ziemlich gut. Du bist sehr beweglich. Ja, nach vorne kommen. Dann dreh dich bitte einmal nach vorne. So die Hände an die Beine. Okay. Und zur anderen Seite. Sehr gut. Und jetzt einmal noch die Hände hier rannehmen und einfach so rotieren. Okay. Ich halte nochmal hier fest. Sehr gut. Hat irgendwas wehgetan? Hier an der Seite. Mhm. Schon so ein bisschen da. Anstrengend. Ah, okay. Dann kannst du es nochmal machen. So, und jetzt tut es hier weh. Mhm. Also der Schmerz ist auf der Seite. Ja. Und andere Seite. Der Schmerz ist auf der Seite. Mhm. Okay, gut. Merken wir uns mal. Okay. So. Jetzt schaue ich mir etwas genau. Taste ich erst einmal die Spinosi, also die Dornfortsätze. Wenn was weh tut, sagst du dann Bescheid. Ja. So. Lendenwirbelsäule. Schmerzhaft. Nee. Mach jetzt wieder diesen Red Reflex Test. Es kann ein bisschen wehtun. Ist dir eigentlich kalt? Okay.
Ich schaue mir hier die Rötung an. Und hier sieht man, kommt relativ schnell eine Rötung. Hier eher weniger. Muss ich nochmal nachmachen. Jetzt sieht man hier auch eine schöne Rötung. Also spricht da. Sympathische Beteiligung. Genau. Dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Nervenrad entlang. Du kennst das ja. Also es darf pieksen, aber es sollte kein Schmerz sein. Okay. Und kalt ist es natürlich. Hier? Hier auch nichts? Okay. Also, wenn hier was ist, dann auf jeden Fall nichts Schlimmes. Also da war jetzt keine hier Überempfindlichkeit für das Nervenrad. Genau. Da erwarte ich jetzt auch nicht so viel. Meine Daumen, wie die sich bewegen. Und nochmal. Okay, und hoch. Jetzt mal auf der Höhe. Dann hast du es geschafft. Ein letztes Mal. Okay. Also auf der Seite könnte etwas sein, aber das könnten auch zum Beispiel einfach nur sehr feste Muskeln sein. Das heißt jetzt erstmal alles noch nicht unbedingt was. Hat nur gesehen, dass Daumen immer mehr mit nach vorne gelaufen ist. So, genau. Jetzt mach dich mal, überstreck dich mal bitte ein bisschen. Genau. Der Kopf kommt wieder etwas nach vorne. Und jetzt. Tut dir was weh? So,
das waren jetzt nochmal die Tests Kompression und Traktion, ob eventuell was an der Bandscheibe oder an eine Nervenwurzelreizung da sein könnte. Genau, das waren die Tests dafür. So, wir machen jetzt nochmal ein paar Nerventests hier an den Beinen, die etwas über die Lendenwirbelsäule aussagen würden. Normalerweise wären die Beine natürlich ohne Kleidung, aber aufgrund von YouTube lasse ich es jetzt mal mit Hose. Also ich teste die Dermatome für die Lendenwirbelsäule und du sagst mir, ob du einen Unterschied spürst von der Berührung her. Teste ich jetzt noch die Kennmuskulatur, also Muskelkraft der Muskeln, die für ein Wirbelsäulensegment verantwortlich sind. Okay. Würde dann auch quasi Indiz für einen Bandscheibenvorfall sein oder so, was du hier sicher nicht hast. So, und jetzt drückst du mal gegen die Hand. Hier nach oben. Sehr gut. Dann drück hier nach oben. Gut. Hier nach oben drücken mit dem Zeh. Und in meine Handflächen. Sehr gut. Okay. Dann nehme ich mir einmal das Bein. Straight Leg Raise Test. Da solltest du jetzt im Rücken keine Schmerzen empfinden. Ja, hast du wahrscheinlich nicht. Okay. Mal ranziehen. Immer noch nicht. Den Schmerz ist okay. Ja. Es geht um den Schmerz am Rücken. Gar kein Schmerz. Gar kein Schmerz. Okay, gut. Perfekt. So, jetzt geht's weiter mit dem Befund. Hier der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule. Genau, wir machen jetzt passive Bewegungstests. Ein bisschen weiter nach vorne mit den Knien zu mir. Genau. Ich gehe jetzt an die einzelnen Segmente und gehe jetzt in die Seite. Ganz leicht auf der rechten Seite, aber nicht viel. Also hier? Ja. Ja, weil da hatten wir ja auch ein bisschen was gefunden. Wo zieht sie hier? Oder wirklich? Nee, mehr an der Seite. Wieder mehr an der Seite. Okay. Jetzt wird es wieder besser. Oder zieht es immer noch? Also wenn ich hier ja, das mehr. Dann zieh.
dem Öffnen. Also bei dem Öffnen. Bei dem Strecken, genau. Ja. Das ist so ganz leicht hier. So dieses Dehngefühl. Dehngefühl? Ja, genau. Direkt auf der Wirbelsäule. Ich glaube schon. Ja. Ja, also. Ja. Ja. Okay, ja. Tatsächlich, habe ich nicht gut aufgepasst. Da schließt es sich nicht gescheit. Hier. Könnte tatsächlich so eine kleine Blockade sein, in dem Bereich, genau, für später dann zu mobilisieren. Okay, jetzt nochmal gern einfach die Muskulatur abtasten hier. Tut das weh? Also auf Druck geht es. Also mal die, schau ich auch noch. Hier, da sieht man auch einen Unterschied. Da gibt es keine Rötung. Und hier war ja auch der Muskel schmerzempfindlich, oder? Ja, hier haben wir einen schmerzempfindlichen Muskel. Und jetzt schaue ich nochmal in die Seitenecke. Aber es war ja eigentlich die andere Seite schmerzhaft. Aber wie ist das? Hier, ja, oder der? Hier wieder. Ja. Also auf jeden Fall, ich habe ja auch beim Befund gesagt, schon durch diesen Vorlauftest beim Daumen, dass da wahrscheinlich was ist wieder. Ich oder so ein bisschen tiefer. Also hier. Ja, hier so. Ah, das tut dir hier dann weh, aber nicht dort an der Stelle. Oh, genau. Ja, aber grundsätzlich die Seitenneige, das war ja schon beim anfänglichen Test. Schaue ich mir noch mal diese Überstreckung an. Ja, merkst du wieder was? Ja, ein bisschen. Also das hier. Aber es ist angenehmer als mit dem L1, L2, das schließt sich ganz ungern. Das heißt, da